Da sind wir auch wieder. Hey, kleine Mini-Unterbrechung. Und ihr seht, ich habe ein bisschen weitergemacht, um euch das Ganze zu ersparen. Was das ganze Handcrafting angeht, Anlage verdoppelt. Und ich habe auch schon mal den Blueprint von oben genommen und diese Anlage hier aufgestellt, die dann unsere zwei Ressourcen, die wir hier letztendlich dann bekommen, verarbeiten. Der Sauerstoff geht nach links und das Hydrogengas, das kommt auf dieser Leitung hier. Und jetzt gucken wir gerade mal, Hydrogengas wäre das hier. Das heißt, wir können es direkt hier anschließen, müssen aber gucken, ob das hier reicht, wenn wir es durchziehen. Oder kann nämlich sein, dass die vorderen Anlagen was bekommen und die hinteren Anlagen nichts mehr bekommen, weil sie zu viel saugen. Das müssen wir testen, ansonsten müssen wir hier eine zweite Leitung nämlich legen. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Als erstes, packen wir einfach hier. Ich habe es jetzt schon so übernommen mit den Leitungen und mit den Teilern. Find's doch ganz praktisch. Ah, okay, warte, halt das mal anders. Der Brummi hat uns da ja was Schönes gebastelt. Holen wir nämlich hier. Ja, hast du. Zack. Die schönen Plastik-T-Junk-Pipes. Ach so. Ja. So. Brauchen wir hier oben natürlich auch. Natürlich müssen wir gucken, dass wir so gut es geht mit Pumpen arbeiten. Das Schöne hier daran ist, dass wir die halbe Anlage mit der speisen können und die andere halbe Anlage mit der einspeisen können. Das macht es auf jeden Fall, was das Zeug angeht, deutlich komfortabler. Ach, hier können wir direkt ein Vierling, ein Kreuzchen einbauen. Das wäre ja dann das hier. So, jetzt müssen wir echt mal gucken. Ich möchte es jetzt nicht übertreiben mit Pumpen. Vor allem hier müssen wir aufpassen. Wo machen wir hier die Grenze rein? Machen wir hier die Grenze, wo ich stehe? Theoretisch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Was war das denn für ein komischer Blueprint? Müssen wir hinten nochmal eine Anlage hinklatschen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Dann wäre das hier die eine Hälfte. Okay, dann sollte ja gehen, wenn ich das so setze. Oh. Oder auch nicht. Was hat er denn jetzt gemacht? Moment, die Tunnel sind alle falsch. So. Das müsste jetzt eigentlich hinhauen, oder? Nee. Ah, der hat es. Okay, ich sehe schon. Das macht nichts. So. So passt. Stromtechnisch sollte es auch passen. Das heißt, wir müssen nur noch hier eben kurz das Ganze auch anpassen. Oh, ich sehe auch gerade hier, haben wir überall noch die alten Tunnel drin. Eieiei. So. Okay. Da kommt das weiße Zeug hin, da kommt das blaue hin. Dann brauchen wir hier natürlich auch noch ein T-Stück. Hier kommen dann die Kurven hin. Ja, hier geht es nicht anders. Wie gesagt, da haben wir jetzt nur eine Leitung. Im Notfall müssen wir dann eine zweite hinlegen. Das ist kein Problem. Wir kommen hier rein. Also müssen wir das drehen. Müssen das drehen. Hier passt. Lassen wir mal so. Okay. Hoppla. Bin schon gespannt, wenn ich es anschließe. Na halt. Dass die Grenze ist, können wir hier zumachen. Was ist denn los mit euch? Kaum ist mal ein bisschen Pause, seid ihr hier still wie im Grabe. Du gerade meine Leiche. Och, wenn du dich gerade beschwerst, weißt du was, dann übernehme ich jetzt eine alte Tradition von Schnaps und hol mir ein Bier. Soweit ich weiß, war die Tradition aber immer in der Pause und nicht während der Aufnahme, du Sack. Und Ben, bring eins mit. Ja, eben.
Immer diese... Weißt doch, ich hab's nicht weit in meiner Küche. Ja, das stimmt. Ich höre erst, dass du dich beschwerst. Das sind keine 8 Meter bis zum Kühlschrank. Dein PC in deinen Kühlschrank aufgebaut oder was im Sommer? Nein, ich hab nur eine Wohnküche. Was? Wohnzimmer plus Küche, ist saugeil. So. Ich hoffe, wir haben alles richtig angeschlossen. Um das Ganze zu testen, müssen wir natürlich hier dieses Zeug rankriegen. Das ist das rote Red Metal Catalyst. Hey, Metal. Metal klingt gut. Ja. Mhm. Ah, apropos Metal, Cody. Deine Schmelze da oben, ne? Hast du da auch Gunmetal mit eingeplant? Ich meine ja. Ah, halt, nein, halt. Wie machen wir das, wie machen wir das, wie machen wir das? Warte mal, hier ist eh was falsch. Der da ist falsch. Dann packen wir das hier rüber eben. Da ich nicht weiß, wie weit ich die Anlage noch ausbauen werde, gut, im Notfall könnte ich sie nach unten ausbauen, logischerweise. Wir ziehen das Ganze mal hierher und packen hier ein Silo hin. Dieses Silo hat eine ganz wichtige Rolle. Kriegt auch einen Ein- und einen Ausgang, logischerweise. So, das Ganze. Mal gucken, das funktioniert nicht. Okay, Red. Ich glaube, Catalyst war es. Nee, erst Metal. Genau. Das darf raus. Was hier reinkommt, ist klar. Das sind die leeren Teile. Und dann packen wir das erstmal von Hand rein. Wir sind faul. Wir kopieren uns einfach die Einstellung von Schnapps Anlage. Das ist in der Tat. Haben wir hier zwei. Wir nehmen mal das hier. Das Ganze macht aus diesen normalen Metal Catalyst Carrier, genau das, was wir brauchen. Das heißt, wir holen uns mal ein bisschen Eisenerz. So. Dann kann hier auch mal wieder was raus. Erstaunlicherweise, wir sind nämlich so weit voll. Alter. Wir sind, glaube ich, in allem Belang voll, kann das sein? Mal gerade mal gucken, ey. Weiß nicht, von welchem Belang du meinst. Boah, Slug Slurry ist voll. Slug Slurry. Arbeitet die Anlage hier? Muss man gerade mal gucken. Ah, Wastewater ist voll. Okay. Wastewater ist voll, weil die Tanks voll sind. Wo sind die Züge? Die stehen alle beim Gein und die sind voll. Ach, nö. Das Lager ist leer. Wow. Hat sich gut eingependelt, ne? Ja, meine Züge werden zu langsam entleert. Alles gut. Wir nehmen jetzt hier Kupfer, packen das hier rein. Ich möchte jetzt natürlich nicht das komplette Zeug von Schnaps da oben klauen, wenn ich es erstmal finden würde hier. Zumal es schwer ist, das Zeug da jetzt hier rauszunehmen. Dann bauen wir uns einfach noch diese Anlage mit. Die mal hier unten hinklatschen. So. Eisenplatten. Na, das ist ja mal das Einfachste vom Einfachsten hier. Relativ easy. Gut. Passt. Somit haben wir die Versorgung auch. Dann können wir eigentlich jetzt hier diesen Probelauf mal machen. Und mal schauen, was passiert, wenn wir hier den Strom anschließen. Ha, auf das habe ich mich eigentlich die ganze Zeit schon gefreut. Und gleich gibt es einen kurzen. Ey, das passiert nicht. So, die Filteranlagen laufen. Die Filteranlagen brauchen ganz schön lange zum Produzieren, finde ich. Okay, braucht halt eine Weile, bis die ganzen Dinger hier voll sind. So, hier fehlt auch noch Strom, weil hier die Verbindungen nicht da sind. Das sind MK2-Dinger. Was habe ich? Ich habe die normalen Strommasten. Warum habe ich die normalen Strommasten? Packe ich hier mal die alten rein. Ist ja ekelhaft. So. Machen wir hier einfach eine Verbindung rein. Wir machen hier und da.
einmal da. Wir hören es schon mal gut pumpen und arbeiten. Das läuft. Wir können natürlich überall noch Module reinklatschen. Also da müssen wir mal gucken, ob wir denn genug überhaupt herstellen. Ja gut, für Compressed Air. Nee, für Compressed Air einen Zwischentank zu machen, lohnt sich eigentlich nicht. Ich meine, das Ding ist kostenloses Zeug. Passt. Wir hätten noch eigentlich. Aber komm. Oh, eine Pumpe dahin. Eine Pumpe dahin. Da eine Pumpe hin. Und da eine hin. So, natürlich läuft jetzt Oxygen extrem schnell voll, denke ich mir. Eventuell müssen wir hier noch ein paar Pumpen dazwischen klatschen. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Zumal hier sehe ich gerade, dass das hier gar nicht verbunden ist. Das ist auch schlecht. Hier können wir auf jeden Fall eine Pumpe hinsetzen. So. Zack. So, perfekt. Nitrogengas wurde gut gefüllt. Hier wird es langsam gefüllt. Ist die Frage, warum läuft es nicht? Weil Nitrogen nicht abgeht. Wieso geht es? Wieso pumpt die? Boah, krass, echt jetzt? Oder ist das hier ein falsches Stück? Ach, das ist so ein. Nee, okay, warte. Dann nehmen wir hier ein blaues Rohr. Das ist mir eh lieber von der Farbe her. Haben wir keine normalen mehr? Gut, dann klauen wir wieder bei Brummi. Kein Problem. Wo sind die geraden Rohre? Da oben. So. Einmal hier rein. Dann wird hier natürlich der gleiche Fehler sein. So. Jetzt laufen alle Anlagen, oder? Gucken wir mal. Sieht gut aus. Sehr schön. Nitrogengas wird auch extrem schnell voll, sehen wir gerade. Sehr gut. Dann. Packen wir mal hier mit rein. Ja, wir nehmen es einfach an jedem Strommasten hier. So. Ich weiß, wir könnten auch die großen Teile nehmen, aber irgendwie, ich mag diese Masten. Ich weiß auch nicht. So, einmal Strom hier. Einmal Strom hier. Das Zeug wird reingepumpt. Anlagen sind logischerweise. Oh. Na gut, die ziehen sich wahrscheinlich erst voll, wenn das andere Zeug da ist. Weil hier ist definitiv. Ah, nee, hier ist es nicht angeschlossen. Okay. Da fehlt hier die Verbindung und hier die Verbindung. Kein Problem. Das hat sich schnell gegessen. Jawohl. Ist jetzt da. Autosave, danke. So. Dann müssen wir noch diese Anlage in Kraft treten. Ein Strommast hier. Achso, Metallplatten, ja. So. Bisschen langsam, hä? Wieso stockt denn das immer? Ist der Arm zu langsam? Was? Okay. Aber sollte reichen, hoffentlich. Gucken wir mal. Da kommen die ersten Teile an. Jawohl. Und wir erzeugen den ersten Zwischenschritt. Das gute Ammoniakgas. Haben wir noch gar keinen Tank, sehe ich gerade. Okay. Letztendlich müssen wir uns überlegen. Wir kriegen es hier raus. Oder? Und wir kriegen es hier raus. Das sind ja beides mal die gleichen Anlagen. Ist interessant, dass der erst nimmt, wenn teilweise er was kriegt. Aber hier läuft es überall, ne? Genau. Die Anlagen können sich jetzt ja quasi vorlaufen lassen. Muss ich aber gerade mal gucken, wie Schnaps das gemacht hat. Wir müssen nämlich schauen, dass wir nur eine Seite vom Fließband befüllen. Ja. Es funktioniert übrigens ziemlich gut, die Viecher hier von über das Wasser zu töten. Okay. Ja. Und zwar außen muss es laufen. So wie er es hier hat quasi. Hat er eigentlich ganz schön cool gelöst, finde ich. War oben, ne? Wenn ich es richtig im Kopf hatte. Wobei, warum funktioniert das bei dem? Jetzt muss ich doch nochmal gucken. Hat er da inzwischen
Fließband noch gesetzt. Das sind jetzt so Sachen, die man eigentlich schon von Anfang an hatte. Wie kann das sein? Ach so, weil er es von hier oben aus drauf... Ach ja, die Funktion habe ich voll vergessen. Wir können ja sagen, hier oben raus. Und wir müssen Filter einstellen, sonst funktioniert das nämlich nicht. Red. Metal. So. Somit kommt unten nichts mehr. Somit kommt es nur noch einspurig. Genau. Da ist jetzt einiges drin. Genau, so soll es draufkommen, denn die Greifer, ich hoffe, der Blueprint hat es mitgenommen, der legt das nämlich innen drin ab. Vielleicht sehen wir es noch bei irgendeinem, wo noch kein Ammoniakgas erzeugt wurde, aber hier wurde überall was erzeugt. Hier sind überall Red Metal Catalysts drin. Wir brauchen definitiv auch noch deutlich mehr davon. Jetzt gucke ich gerade mal, wir nehmen jetzt mal die kleineren Storage Tanks. Oh, mittlerweile im Café. Vier Nitonplatten haben wir leider noch nicht. Aber kommen bestimmt bald, oder, Cody? Gut möglich. Gut möglich, ne? Ja, schön. Ich müsste jetzt mal nicht verneinen. Ich glaube, ich muss auf Oldschool-Weise wieder Holz produzieren. Oh. Oder zumindest zusätzlich. Mit der Axt? Nee, genau, mit der Axt. Ohne Dünger. Halt die langsame oder schlechtere Variante. Es kommt einfach kein Material. Oh, die Dinger liegen falsch aufs Band. Welcher Arm versaut's hier? Boah, das dauert ja ewig jetzt, bis ich jetzt hier den Arm finde, der es versaut. Am besten gucke ich einfach von hinten. Das klingt irgendwie falsch. Ja, ja. Klingt nur falsch, weil du was Versautes denken willst. Jetzt wälzt es nicht auf mich ab. Shame! Shame! Klingelingeling. Okay, irgendwie sind alle falsch, Greifer falsch eingestellt. Vielleicht habe ich auch einfach die falsche Seite. Wobei, die kommen immer eins vereinzelt. Komisch. Na egal. Macht nichts. Was wir feststellen ist, wir haben deutlich zu wenig von den Dingern. Alter, wie viel Solderkeul da in diesem Müllwarenhaus drin ist. So, wir machen das anders. Das geht deutlich schneller. Man nehme... Oh, echt jetzt? Ich habe nicht mal mehr Belader im Inventar. Oh Gott. Nein, oder hat es keine mehr? Ach komm, die roten reichen auch, glaube ich. Eventuell. Hat mir jemand einen... Oder vorbei, warte mal. Ich craft's inzwischen auch selbst im Inventar, weil da irgendwie nie welche sind. Eben. Mir ist mir auch gerade eingefallen, dass ich sie mit Sicherheit craften kann von Hand. Brauchst du denn? Ne, alles gut. Ich baue mir ein paar Belader. Achso, ich hätte dir sonst 50 Stück zu geben. 50? Wenn du keine möchtest, dann nicht. Wieso hast du 50 Belader? Warum du nicht? Da verschwinden sie alle hin. Ich sag jetzt mal nichts. Ich sag Frage, warum hast du keine 50 Belader? Ich sag jetzt mal nicht, wo die ganzen Belader hin verschwinden, ne? Ich lese hier Lager groß. Was baue ich? Lager groß. Auch wieder nicht recht in Herren. Ja, ja. So, einmal das hier einstellen mit halt, das machen wir einfacher. So. Dann kommt hier Eisen rein. Und hier die Dinger rein. Dann packen wir hier ach, haben wir nicht noch irgendwelche Module? Kann ich sein, dass ich... Da sind sie doch, ich wollte schon sagen. So, dann einmal das, einmal das. So. Achso, jetzt haben wir vergessen, den Ausgang zu basteln. Braucht man natürlich auch. Ist jetzt nicht ganz so schön, aber... Aber dieser Reinigungsprozess geht deutlich effizienter als mit irgendwelchen Scheißarmen. Bin mal gespannt, wie lange das Zeug hält. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Erze hierher bringen. Ganz klar. Ammoniakgas ist eh schon fast voll. Das heißt, wir gehen jetzt zum nächsten Schritt über. Wir gucken uns das Ganze hier in unserem Vorbild an.
Indem wir einfach mal zu dem Ausgang gehen. Das hätten wir hier, das Ammoniakgas. Das Ganze wird hier parallel abgeleitet nach oben. Kommt dann hier zusammen in diese Tanks. Und zwar nicht wenig. Geht einmal hier hoch in eine Anlage, die uns jetzt erstmal noch nichts angeht. Das ist Ureagas und Plastik und Purified. Wird mit Carbondioxid vermischt, um gerade dieses Ureagas zu bekommen. Aber was uns viel wichtiger ist, das geht hier hoch an den Bahnhof. Oh, okay, wer braucht es denn? Der Dünger braucht Ammoniakgas. Der Dünger braucht Ammonia, Ureagas und Nitric Acid. Okay, gut zu wissen. Das muss ich mir auf jeden Fall schon mal merken. Die Schmelze wird das auch brauchen. Ja, kein Problem. Dafür baue ich es. Damit wir genug für alle haben. Urea und Ammonia wird auch später für den Rocket Fuel, glaube ich, irgendwann nötig. Okay. Also, werden wir noch rauen Mengen brauchen. So, ich sehe auch gerade, wir müssen jetzt hier eine zweite Linie bauen mit den Dingern hier. Dann kopieren wir mal wieder fröhlich. Die nächste Anlage. Können wir uns überlegen. Wie gesagt, diese Anlage ist rein da. Wenn wir hier schon diese ganze Filterdinger basteln, wird es Zeit, dass wir expandieren und hier rüber gehen. Das heißt, der Wald hier muss weg. Schützt den Regenwald. Genau. So. Dann ziehen wir mal wieder unsere gute Line. Flop. Finger weg von Drogen. Ja. Genau. Hört auf den guten Kain. Wieso hat er Erfahrung? Maybe. Maybe not. Vielleicht. Und wenn, teilt miteinander. Oh je. Willkommen in Teufelsküche. Boah, weißt du, wie mein Meth-Labor heißt? Jetzt wird's hässlich. Ja, gab's da nicht mal von der Eiskönigin so eine Anekdote, do you want to build a meth lab? Ja, die gab's, aber das brennst du jetzt hier nicht ab. Wo ich irgendwas übersehe, Dossi? Ja, einen Moment, ich muss kurz was aufbauen. Ich gehe mal hier hin. Und dann machen wir das Ganze noch ein bisschen größer. So, okay, wo, was, wie? Wenn ich deine Sorting-Facilities, die du gebaut hast, einfach kopiere, brauche ich eigentlich nur noch die Filter an den Ausgängen von den Lagern zu ändern. Ansonsten nichts, oder? Ja, und halt die Ausgänge zu den Fabriken. Die sind ja auch gefiltert. Nach links und nach rechts, die Ausgänge. Logischerweise. Sonst würdest du ja Erz der Fabrik schicken. So, hier haben wir Chemical Plants MK2. Das Gute ist, wir haben hier hoffentlich, wenn nicht, da geht es relativ zügig, glaube ich, eine. Naja, besser wie keine. Gut, dann setzen wir mal hier eine drauf und gucken uns das mal an. Leider können wir hier... Ah doch, das ist doch MK... Wieso hat er das jetzt übernommen? Beim letzten Mal das nicht übernommen. Sehr merkwürdig. Aber egal. Soll mir recht sein. Während wir noch Holz hacken, lassen wir uns mal wieder ein paar bauen. Wir können mal gucken, was da oben fehlt, warum wir hier keine mehr haben. Es geht eigentlich relativ zügig hier oben. Okay, dann liegt es schon an der Grundversorgung. Rohre. Und dann fehlt hier Stahl. Da fehlt einfach nur die weitere Fabrik. Und hier fehlt auch nur die weitere Fabrik. Das heißt eigentlich nur Eisenrohre und massenhaft Stahl. Okay. Jetzt klauen wir uns mal eben alles und schmeißen es einfach in die Fabrik da rein.
Einmal Eisenrohre und einmal Stahl. Oh, und schon werden da ein paar Fabriken gebaut. Ah, ich liebe es. Ist auch gar nicht wenig drin hier. Da gehen sogar ein paar Rohre flöten sich gerade, wo auch immer die hingehen. Hat der Schnaps... Oh, hat er wieder ein Blueprint mit Eisenrohren. Oder Stahlrohre, ich weiß es nicht. Zehn MK4, jawohl. So lobe ich mir das. So, nicht wundern, das sind nämlich MK2, die da drunter liegen, deswegen kann ich drüber bauen. Noch drei Stück. Na gut. Dann brauchen wir die Filter. Die Filter brauchen, statt Kupfer und Eisen, brauchen die, glaube ich, Alu und... Nee, Silber und Gold, glaube ich. Oder Silber und Alu. Weiß es jetzt gerade nicht auswendig. Aber das kopieren wir uns einfach wieder. Guck mal, nochmal 4 MK10. Sehr schön. Dann haben wir sogar welche in Reserve. Sehr gut. Wir haben natürlich jetzt hier nichts ausgerechnet. Ich habe es einfach nur wie Schnaps übernommen und verdoppelt. Quasi. So, das sind jetzt alle. Passt. Die Versorgung. Das Schöne ist, wir brauchen hier auch Oxygengas. Das ist mega gut, weil dann können wir hier eigentlich das Ganze umdrehen. Wo ist denn das ganze Sauerstoff hin? Kann man das verblasen? Das ist ja krass. Okay. Alles geraucht. Okay. Gut, dann drehen wir einfach die Pumpen hier. Das ist auch kein Problem. So. Erstmal. Das drehen wir nachher wieder um. Je nachdem, brauchen Rücklauf auch noch. Mal gucken, wie wir es genau machen. Zum Zwischendingen. Komische ist, hier kommt kein... Ah, die Pumpe haben wir vergessen. So. Muss ich dem da noch irgendwie ein Startsignal geben? Der macht irgendwie gerade nur einen Tunnel. Warte, ich guck mal. Hä, wie, der macht nur einen Tunnel? Ja, es läuft nur der unter unten links. Dann wurde was falsch kopiert. Das durfte nämlich nicht passieren. Dann musst du keinen fragen, was an der Schaltung nicht stimmt. Weil ich kann nicht von hier aus so nicht sagen. Ob irgendein Kopierfehler ist. Ja. Fehlt ein... Fehlt ein Kombinator. Warum auch immer. Aha. Das macht viel aus. Komisch. Aber wenn das gleich aufgebaut ist, können wir uns das auch eventuell hier unten kopieren. Wir brauchen es eh so. Strommasten sind da keine gesetzt. Okay, dann müssen wir das so kopieren. Weil wir brauchen sie oben. So. Wo hat er denn hin? Der da hier. Oh nee! So passt. Ah, hat er das enger auseinandergebaut? Ja, okay, ja gut, okay. Warte, dann ziehen wir das Ganze auch ein, zwei da runter. So. Machen wir es halt auch so. Ja. Nicht wundern, wenn ich die blauen nehme. Aber ich habe es jetzt eh schon da, von dem her auch egal.
Na, so zum Thema. Ich habe alle. Schon gehen sie aus. Sehr gut. Okay. Hier fehlen noch. Was fehlt hier? Ah, das sind nur die Kurven. So. Bin mal gespannt, was ihr von dieser Anlage hält. Halten werdet. Jetzt muss ich gerade überlegen. Sauerstoff war das hier. Das hier ist Sauerstoff. Der geht bis hierher. Okay. Dann werden wir die oberen Leitungen gleich nochmal ändern, glaube ich. Ja, gut, ist ja kein Problem. So. Manchmal ist es doch ein bisschen nervig, wenn die Tunnel sich automatisch drehen. Gerade in dem Fall jetzt hier. Aber okay. Und das andere Gas, das haben wir hier. Das leiten wir dann hier lang und hier einfach rein. So, perfekto. Mondo. Das nenne ich mal ein richtiges Rohrchaos hier. Okay. Rohrschlamassel. So, das nehmen wir einfach mit runter. Und hoffentlich läuft das. Moment. Auch hier packen wir wieder dazwischen Pumpen. Dass das einigermaßen verteilt wird. Und auch hier machen wir Pumpen hin. Wow, mir geht sogar der MK3-Pumpen schon aus. Und wieder stellt sich mich die Frage. Welche sind's? Die sehen nämlich alle gleich aus. Oh, ich habe die richtigen genommen. Geil. Sehr cool. So. Ausgang ist wie immer hier unten. Da können wir gleich mal Storage-Tanks bauen. Falls wir das Zeug haben. Jawohl, Hammer. Gut. Die werden gebaut. Dann brauchen wir weiter von denen hier. Könnte man natürlich auch Pumpen dazwischen setzen. Aber ja. Huch. Ich mach's lieber so. Kann man ja schön durchlaufen. Ich weiß, es gibt Mods, kann man durch alles durchlaufen. Ich will es aber nicht übertreiben. Nee. Na gut. Also entweder seid ihr heute sehr, sehr konzentriert oder einfach nicht gesprächig genug. Ich glaube, Konzentration. Konzentriert. Ist ja heute echt. Also ich tippe aber mal drauf. Ich muss doch nicht ständig sammeln, oder? Der will das mal sammeln. Ich glaube, ich spinne. Wie ist es so schön? Einfach mal die Fresse halten. Nein? Bodi, was habe ich gerade gesagt? Ja, was darf ich für dich tun? Ich will mal sagen, warum die Schaltung nicht funktioniert. Wo bist du? Da unten. Nicht funktioniert, sagt er. So. Da rein. Da. So, wir kopieren einfach mal. Jetzt auf den ersten Blick keinen Unterschied zu der. Ah, doch, ich sehe einen. Der wäre? Der war. Da fehlt ein Kabel von da nach da. Da nach da. Ah! Schon funktioniert. Ah! Kabel fehlt. Hat funktioniert? Ja, schön. Hau. Das ist krass, was jetzt hier rauskommt. Okay. Oh, Eisen kommt raus. Das ist immer schön. Oh,
Ich wundere mich gerade, wieso denn da so ein halbes Fließband, Untergrundfließband sitzt. Das ist doch nicht fertig. Ich dachte, da liegt schon was. Ich hätte gesagt, über diese Anlage hier, die Cody jetzt komplett fertig gebaut hat, da werden wir beim nächsten Mal drüber gehen. Denn dafür reicht uns jetzt nicht die Zeit. Ich würde jetzt hier noch kurz das hier fertig machen und diese Anlage in Betrieb nehmen. Dazu brauchen wir natürlich noch Alu. Das ist hier. Schmeißen wir einfach rein. Zack, das können wir so machen. Das passt perfekt. Dann brauchen wir von dem hier noch was. Und von dem hier noch was. So, so. Schmeißen wir alles rein. Hier können wir sogar den Trick machen. Da, zu spät. Oder ist es... Doch, wir können es machen. Wir machen es aber so. Das bauen wir mal schön irgendwann. Also nie. Hey. Nee, es ist gerade echt nicht schön. Mit dieser Slalomlinie hier, aber... Ah, es ist verrückt. Es sieht immer aus, als würde es rückwärts laufen, ey. Ist echt verrückt. So, dann packen wir einfach hier noch ein paar Eisenplatten rein, komm. So. So, da kommen die ersten, hätten da rein sollen. Braucht er so viel? Achso, Strom. Oh Gott. Ja, Strom wäre nicht schlecht. So, jetzt ist das Silo schon fast zu klein. Hier haben wir noch einen Ausgang. Yay! Packen wir auch da ran. Machen wir einen gleichen Trick wie letztes Mal. Nur stellen wir hier jetzt die grünen ein. Die heißen wahrscheinlich Green Metal. Gehe ich mal von aus. Jawohl, heißen sie auch. Die Ärmchen sind dieses Mal... Das müsste außen sein. Das heißt, wir müssen oben drauf. Also wäre so falsch rum. Ja, da müssen wir genau andersrum drauf. Und das Ding drehen. So, perfekt. Oh, halt. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht auf die Leitung kommen. Ah, und das auch nicht. Sakredi. Also ich habe jetzt schon mal die neuen Erze bis in dieses Vorsortier-Silo weitergeleitet, aber es sind ja keine Bahnhöfe mehr frei. Die sollen ja eh weg, also... Was heißt... Nee, du hast es nur bis zum nächsten Silo weitergeleitet, ne? Oder hast du schon komplett alles umgestellt? Also ich habe es jetzt bis dahin, wo ich gerade stehe, geleitet. Oh, okay, dann hast du alles schon umgestellt, okay. Ja, okay. Das wird dann jetzt halt mit denen ganz langsam volllaufen, weil so viel kommt da nicht. Ja, klar, logisch, logisch. Ist in Ordnung? Ist in Ordnung. Ah, guck mal hier, ein kleiner Fehler. Da ist auch ein kleiner Fehler. Und hier muss das Ganze eh wieder zurückgeleitet werden. Dann müssen wir mal gucken, oh je. Jetzt kriegen wir langsam echt ein Platzproblem. Ne, kriegen wir nicht. Da tricksen wir einfach. Lass uns hier mit drauflaufen. Dann passt es mich wieder. So, sehr schön. Jetzt noch schnell Strom draufklatschen. Und dann sollten wir das Gas herkriegen. Und dann machen wir hier auch wieder einen kleinen Cut. Heieieiei. Fleißig, fleißig, wie wir sind. Sobald ich meine Strommasten finde. Oder einen find, den ich kopieren kann mit Q. Verdammt nochmal. Da. Oh, setz mal einfach hier eins drauf. Und hier eins. Das sind MK2. Jawohl, Gott sei Dank. Das heißt, wir packen hier Strom drauf. So,
da brauchen wir noch Strom. Und jetzt sollte die Anlage eigentlich irgendwo... Ah, hier ist noch eine Pumpe. Jawohl. Somit Nitrogenmonoxidgas ist ebenfalls in Mache. Müssen wir natürlich alles noch überprüfen, alles noch mit Modulen vollklatschen, um auch wirklich die maximale Leistung rauszukriegen. Ich guck gerade mal, hier fehlt was. Ah, ja, gut. Nicht angeschlossen, kann es auch nicht kommen. So, passt, die Dinger laufen voll. Wir packen noch hier unsere kleinen Tanks drauf. Dann kann die Anlage auch noch eine Weile laufen und das Zeug mal voll machen. Hier machen wir... So gesehen hängt diese Anlage von Sauerstoff ab. Diese Anlage hängt wiederum vom Nitrogengas ab. Und damit wir hier keine Probleme kriegen, müssen wir dann quasi zu Fackeln greifen. Weil wenn Nitrogengas hier voll ist, wird kein Sauerstoff mehr hergestellt. Und Nitrogengas wird aber nur abgenommen, wenn hier drüben Sauerstoff ist. Das ist so dieser typische Teufelskreis. Müssen wir mal gucken im Endeffekt. Können wir natürlich sagen, wenn Sauerstoff da drüben alle ist, zapfen wir es von hier ab. Das heißt erstmal, dass wir hier drüben keine Verstopfung kriegen mit Sauerstoff. Kommt hier eine Schaltung drauf. Und das werden wir dann beim nächsten Mal lösen. Wahrscheinlich werde ich hier vorne einfach einen Tank setzen. Wenn der zu wenig hat, lasse ich es durchlaufen. Ansonsten lassen wir die Pumpe aus. In diesem Sinne, wir machen hier einen kleinen Cut. Und wie es weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.